Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K50 Challenges. Ihr könnt eure Herausforderungen stellen, einfach in die Kommentare posten, die mit mehr Daumen hoch werden bevorzugt. Und die Leute in den Livestream-Aufnahmen können dann letztendlich entscheiden, welche Challenge kommt, ne? Wieso nimmst du keine Gewinne? Also jeden, der schon gewonnen hat, ist doch egal. So, und heute kommt die Challenge von Sebastian Belz. Er sagt nämlich, Bow down to the King. Match at King of the Ring, 8-Match-Schwierigkeit legendär. Du, ein ehemaliger King of the Ring-Gewinner, habe ich mir Edge ausgesucht, sehen wir da unten irgendwo. Gegner, egal, hauptsächlich einen Overall über 89 Sprung. Schnell, du musst erhaltener Schaden anmachen, habe ich gemacht. Du darfst nicht torten, hast 3 Strikes, gewinne das Turnier. Und das probieren wir jetzt. So, ich habe gerade schon mal verkackt und habe die falsche Taste gedrückt. Und wir gucken einfach mal, wie das funktioniert. Also ich könnte jetzt auf Simulieren klicken. Achso, nee, wir müssen jetzt auf Viereck drücken, dann wird das simuliert. Ach, wir machen erstmal unseres, ne, damit das spannender wird. Ich weiß nicht, ob man auch schnell spielen kann. Wir gucken einfach mal. Also, ich möchte gerne Edge spielen. So, Arena wählen, Match Start. Ach, da, Schwung. Hier kann man tatsächlich Schwung einstellen. Sehr schön. Also jeder, der schon gewonnen hat, jetzt, also ich soll, hätte mir, also Edge ist von 2001 der King of the Ring Gewinner und ich sagte einer, ich hätte mir auch nur Gegner aussuchen können, die bei King of the Ring gewonnen haben. War mir aber zu mühselig. Ich habe jetzt einfach irgendwelche Leute genommen, die mindestens 89 haben. Und deswegen können wir jetzt sagen, Match starten. Los geht's! Bin gespannt! Haben jetzt keine Arena auszuholen, da sind wir bei der Raw Arena, bei der alten. Und dann geht's los. Dann geht's los. Aktuell steht es 3-2 für euch noch. Das heißt, ich kann euch den Anschlusssieg erlangen. Und wenn das gut klappt, ich muss aber eben nochmal die Anzeigen wieder anmachen. Steuerungshilfe, so. Ich möchte möglichst gewinnen. So, auf schnell heißt es, wir bekommen relativ schnell unser Finisher. Der Legendär ist eingestellt, aber die, wie heißt es nochmal? Die guten alten Kettengriffe sind ausgestellt. So, Raw's War Arena, wie sich das gehört, mit WWF Logo. Ein German Buckle Pads, die guten alten Bots, ne? Auf Legendär ist zu leicht für Franz. Weiß ich nicht ganz, ob das stimmt. Werden wir ja gleich sehen. Vor allen Dingen mit erhaltener Schaden. Müssen wir mal sehen, wie sich das verhält. Ich spiele ja irgendwie nur noch ganz selten auf normal legendär. Finde ich aber sehr nett, weil ultra legendär manchmal ein bisschen nervig ist. So voll laut sagen, Leute. Ja, ich habe aus Versehen noch im Stream im Game-Strong zu laut. So, jetzt ist wieder angepasst. Der Flair, der kommt auch gerne, Mann. Ne? Muss man ja eindeutig so sagen. Man glaubt gar nicht, wie frech manche Leute sind im Chat und sagen, mach leiser! Mach leiser! So, das heißt ja, mit erhaltenen Schaden, wir nehmen, glaube, zumindest einen Teil vom ersten Match dann mit rüber ins zweite Match und dann haben wir dann ist ja auch schon das Finale. Und ich habe noch nie ein King of the Ring Turnier gemacht, jedenfalls auf den neueren Konsolen, also seitdem 2K15 raus ist. Und dann muss ich einfach mal sehen, wie das so wird, ne? So, wunderschöner Flapjack. Können wir torten? Ach, fuck, ich darf nicht torten! Erster Strike! Ich darf nicht torten. Erster Strike von 3. Oh, oh, oh. Daran habe ich fast nicht gedacht. Ist mir erst danach aufgefallen. Siehst du, da ist nämlich so instinktiv, so Sachen wie mit nicht taunten und so, da geben wir immer Strikes, aber sehr nett, dass der Sebastian da auch schon selber das dazu gepostet hat. Gucken wir erstmal an, wir haben Special Moves, Spear, 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 Impale, DDT, nice. Ich muss aber auch nur gewinnen. Das reicht schon und ich hoffe mal aufs Beste jetzt hier. Jawohl! Bam! Und wenn jetzt alles klappt, dann können wir jetzt geladenen Finisher machen. Ich gucke auch nochmal gleich nach, ob ich, hab ich auch wirklich auf, warte mal, erstmal machen wir Spear! Nein, konnte er! Wie dreist! Der Sack, ich habe doch schon wieder gleich verloren. Ich sehe, komm, was hat er als Finisher, als Dings am Boden stehen vom Gegner? Oh Gott, das wird doch nichts, komm. Ich muss kontern. Oh, geil. Hab wieder verloren gleich. Was wollte ich nachgucken, ob ich legendär gestellt habe? Ja, nicht. Ich habe gleich verloren. Ich habe gleich nach dem ersten Match verloren. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich geh raus. Möchtest du dein Signature Move nicht hier außerhalb des Rings machen? Scheiße. Och man, Freunde, warum müssen Finisher irgendwann gekontert werden? Er hat einen Finisher jetzt. Und jetzt macht er Figure 4 Leglock. Das Gute ist, der Figure 4 Leglock würde wahrscheinlich noch rauskommen, ne? Weil wir da noch nicht so gut wie angeschlagen sind. Nee. Haben wir ja relativ Glück gehabt. Mit unserer Gegnerwahl, ne? Weil er bloß die Finish auf die Beine hat. So, dann probieren wir halt wieder. Ich muss ja nicht mal mit Finisher zur Aufgabe zwingen oder zum Besiegen. Das ist ja gar nicht Bedingung. Ich muss ja Turnier gewinnen. Das wäre ja schon mal recht nützlich. Mal sehen, wie lange wir brauchen werden. Ich bin gespannt.
71%. So, jetzt geht er 100% für den Fege vor. Lecklock. Oder sind wir zu dicht an den Seilen? Doch nicht. Doch nicht 100% hier gewesen. Jetzt sind wir gelb am Schädel. Na, komm. Und hier den Schaden noch rüber. Mit Edge kannst du Eckenfinisher machen. Aber auch einen Running-Finisher. Jo. Nee. Running-Aktion! Die Stamina, Franz. Stamina und die Lex. Komm her. So, wir sind bei 99%. So, jetzt wird's aber Zeit. Ich mach Signature-Move. Hab genug nämlich. Nein! Wieso können wir Signature nicht machen? Geht jetzt fürs Cover oder was? Ey! Na, zu spät! So, jetzt muss ich erstmal rauskommen hier. Oh, oh, oh. Da will ich ja wohl noch rauskommen. Zumindest da. Das wird schon sehr knapp. Das wird schon sehr knapp. Das wird schon sehr knapp. Wenn er noch einmal Finisher zeigt. Ich bin jetzt roter. Ey, das kannst doch keinem erzählen. So, jetzt, pass auf. Nein. Wenn er jetzt noch einmal eine Submission auf meine fucking Beine macht, ne? Alter, das ging so schnell. Das ging so schnell. Finisher ab. Signature. Ist mir egal. Reicht jetzt hoffentlich für den Sieg. Mal sehen. One, two, three. Ah, Mann, komm. Run. Run, Digga. Run. Wehe, der geht jetzt nicht durch, ne? Eckenfinisher. Oh, das ist überhaupt Eckenfinisher, ist auch egal. Komm, muss gleich hinaus. Nein, das gibt es nicht! Ich hab das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Nein! Oh, raus, raus, raus! Comeback, comeback! So, jetzt habe ich letzte Chance hier. Oh, oh. Oh Gott. Ich hab so genug von diesem Scheißspiel. Pin am Comeback. Oh Gott. Ja! Oh Mann, das erste Match schon. Aber gerade so. Eins von drei Matches. Oh Gott. Oh Gott. Beenden. Ja, gut, dass man keine Rematch machen, wenn man verliert. Aber ich glaube, so soll das nicht, dass man soll wirklich alles gewinnen. So, also nächster Gegner. Hier müssen wir simulieren lassen. Rey Mysterio ist unser Gegner. Mal gucken. Warte, hier müssen wir auch nochmal simulieren lassen. Warrior oder Cody Rhodes, alles klar. Los geht's. Ich spiele Edge und ich spiele auf oder Einzug schnell. So, Arena wählen. Was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Schön. Jetzt nehmen wir die alte SmackDown Arena und los geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mal sehen, wie viel Schaden er hat und wie viel Schaden wir jetzt haben. Wie gesagt, keine Erfahrung mit dem Ding hier, mit dem Modus. Wir haben Comeback wieder direkt. Was so krass, ich bin schon angeschlagen. Warte mal, wir müssen hier erstmal wieder alles einstellen. Ah, nee. Das geht nicht gut. Guckt euch mal an. Alter. Was? Man nimmt wirklich komplett den Schaden. Und er ist frisch. Was soll das denn? Wie soll... Wie? Hä? Warum? Doch, okay, ein bisschen Schaden hat er bekommen, aber... Lange nicht. Das kann nicht so sein, dass er so frisch aus dem Match gegangen ist. Kannst du mir auch nicht erzählen. So, Powerbomb. Da, siehst du, Powerbomb ist im Spiel. Aber nur als Konteranimation. Sieh, warte mal, wenn da als Konteranimation drin ist, könnte man das dann nicht als Animation von Kevin Owens reinhacken? Weiß nicht ganz. Ist Node Q eigentlich an? Steht ja hier nirgendwo, oder war ja was. Das wird ja was, ich denke auch. Aber wir haben direkt schon ein Comeback. Nun kriegen wir immer wieder ein Comeback. Halt, ey! Ho! Mit dem Leg komme ich da sogar raus. So, jetzt hör doch mal auf. Kannst du mal wieder die alten Arena zurückholen? Wieso? Das sind doch jetzt ältere und coolere Arenen. So nennt die Frage. Wir haben doch nicht Standard-Arenen. Die holen wir noch nicht zurück. Was soll denn das? Wenn ich hier so eine coolen Arenen zur Verfügung habe. Ich gehe auch fürs Cover, ne? Na, ah, scheiße, Moonsault, der ist so überpowered. Der geht nämlich fürs Cover direkt hinterher. Und jetzt. Los, warte mal. Wie kommt das? Ein Glück. Grapples! Immer wieder Grapples!
Weil wenn alles gut geht, kann ich gleich Signature Move machen und dann hinterher. Warum laggt das denn jetzt so? Ich habe doch nichts an, was irgendwie krass laggen sollte. Oder was dafür verantwortlich sein kann. Habe ich irgendwie zusätzlich ein Fenster an? Nein. Okay, jetzt wird aber Zeit. Comeback? Ich möchte kein Comeback, ich möchte mein Signature Move ausführen. Ah, Stamina, ne? Da war ja was. Da war ja was. Ah. Und jetzt er ist auch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Na nein. Komm, geh doch fürs Cover. Klar. Boom. Nice. Alter. So, jetzt pass auf. Ich probier's mal. Oh, guck mal, er ist rot. Nice, vielleicht reicht das schon für den Sieg. Das wäre sehr cool. Müsste mich hier nicht weiter mit beschäftigen. Ah, scheiße, warte mal. Wir haben Spear. Der geht aber 100 Pro wieder nicht durch. Ich seh's doch kommen. Jawohl, komm. Das muss der Sieg sein. Powerpin, Powerpin, Powerpin. Yes. Bam, wir sind im Finale. So gehört sich das. Nice. Everything has come to life. I'm out of place. In a broken room. Good game, würde ich mal sagen. Das ging noch relativ gut. Jetzt hoffe ich auf Cody Rhodes und nicht auf den Warrior oder wer das da war. Ich weiß nicht mehr, wer da war. So, mal gucken. Gegen Warrior oder Cody Rhodes? Warrior, scheiße. Okay. Jetzt wird's spannend. Freunde, schaffe ich auch noch dieses Match zu gewinnen? Auf schnell soll ich spielen. Und dann gucken wir, ob ich den Ausgleich schaffe oder nicht. Schwung auf schnell. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Los geht's. Ich spiele wieder bei Raw. Hab vergessen umzustellen. Ist auch egal. Oh Mann, ey. Mal gucken. Stimmt, wieder Comeback direkt. Aber er musste auch schon voll den krassen Schaden haben. Alter. Wie wenig Schaden bekommen die denn? Instant Comeback, das auf jeden Fall. Ja, alles bis auf den Torso. Klar. Alles bis auf den Torso. Ja, dann hoffe ich mal aufs Beste. Mit Grapple Moves und was nicht alles. Bloß das Ding ist, guckt einfach mal hier den Schaden an. Sobald ich da einmal im Cover geraten bin, bin ich doch schon wieder fast raus. Ich seh's doch, komm. Bis jetzt ein Strike verballert. Für den Taunt, ne? Deswegen machen wir immer weiter hier schön. Wer kommt da noch? Komm, das gefällt mir sehr gut. Ey, komm, das muss doch mal alles zusammenklappen. Ich muss doch mal eine Challenge gewinnen. Das wäre sehr nett. Das wäre sehr nett. Ah, guckt euch das mal an. Den haben wir gleich besiegt. Oh, wir sind down. Oh, Bodengrapples. Die gehen immer. Wenn man die selber ausführt, ne? Seht gar nicht ein. Sobald er sein Comeback macht, sind wir weg. Aber das könnt ihr glauben. So, nö. Lass ihn mal schön ausbluten. Ich lass ihn mal schön ausbluten. So, zähl mich doch aus. Ich kann auf ihr Countout gewinnen. Das wäre ja mal was. Oh, ich hab's Signature Move. Nice. Pass auf. Warte mal, warte mal, warte mal. Signature Move. Signature Move. Oh Gott. Ey, nicht auf die Rampe! Nicht auf die Rampe, mein Freund. So. Ah, ich bin ja rechts mit der Stamina-Leiste. Warte mal. Ah, scheiße, ich glaube, ich sollte langsam rein. hat nicht ganz geklappt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Wenn wir drin sind, haben wir genug Stamina für den Signature Move. Gucken wir mal, ob das reicht. So, schön gecontent. Wie sich das gehört? Komm zurück! Komm zurück! Oh, Freude! I can smell it! Up the smell! So, bitte kein Rope Break und dann. Nein! Wartet, 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 Freunde. Spear. Jetzt kommt der Spear. Ey, wehe, der geht nicht durch. Spear! Yes! 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 Und Discover! 1, 2, 3! Everything has come to life. Sehr schön! Nice! 3:3 und das ist der Ausgleich, Freunde. Nicht vergessen, wer jetzt 7 Punkte hat in einer Staffel, gewinnt das Ding. Nice! Hat Edge irgendeine Pose? Weiß ich nicht. So hat er doch immer, wenn er Spiel macht, ne? Wir haben einen neuen King of the Ring. Den alten und den neuen. Ah.
Oh, die Krone. Bekommen wir kein Zepter oder so? Ah. Geil. Einfach geil. Gut, Leute. Das war's schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Und jetzt mit WWE 2K15 Challenges. Bin sehr zufrieden. 2 Challenges hintereinander gewonnen, glaube ich, oder? Oder erste und dritte, weiß ich gar nicht mehr in dieser Session. So, Leute, wir sehen uns dann am Dienstag wieder bei der weiteren Ausgabe von den Challenges. Wenn ihr Bock habt, schon einen Tag früher, am Montag, dann, wenn ihr Teil der Hashtag Superfriends seid. Daumen hoch für cool, Blog aus, euer Franz, euer Verzockt. Nicht vergessen, Challenges in die Kommentare zu posten. Und tschüss.